Immer sagst du nur das eine. Jedes Mal, wenn ich dann das sage, dann kommst du mit deinem Argument wieder und dann geht's einfach nicht weiter. Ja, aber ich habe doch gerade nur gesagt, dass ich das bei dir nicht mag, wenn du folgendermaßen vorgehst. Nein, mit dir kann man sich einfach nicht unterhalten. Wirklich nicht. Kaum sage ich irgendwas, passiert bei dir immer das Gleiche, dass du dann in die Ecke dich zurückziehst und sagst, das sei einfach so. Ach, vergiss es, mit dir kann man sich einfach nicht unterhalten. Edi, hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sprechen darüber, so gewinnst du jeden Streit. Oh, guck mal, ich habe schon was hingemalt. Warum ist das eigentlich wichtig auf so einem Kanal wie Mehr Geschäft? Weil Streit ist so negativ. Ihr habt das ja gerade gesehen, so, man streit sich an und so. Aber das, was ich dir jetzt zeige, hilft auch für jede Kommunikation, wenn du zum Beispiel auch Mitarbeiter hast und es passieren Dinge, die du nicht so gut findest. Ich möchte dir jetzt gerne einfach grundsätzlich eine Schablone geben. Simples Raster für Kommunikation von, sagen wir mal, kritischen Themen. Das kann eine Streitsituation in deiner Beziehung sein, aber eben auch kritische Situationen in deinem beruflichen Alltag, was auch immer. Das, was ich dir zeige, habe ich von meinem Freund Frank Asmus gelernt. Lieber Frank, falls du das siehst, liebe Grüße, du siehst, ich lerne. Der hat mir beigebracht, wie das geht. Und er sagte, schau mal, Kommunikation funktioniert wie folgt, indem du dir so ein Strichmännchen anschaust. Und dieses Strichmännchen besteht aus, wenn du so möchtest, drei Teilen. Das eine ist der Kopf, okay? Das zweite ist das Herz und das dritte sind die Beine. Lass uns das doch mal hinschreiben. Also Kopf, Herz, Beine. Jetzt hat so ein Strichmännchen natürlich noch ganz viele andere Komponenten, aber auf die will ich nicht eingehen. Das sind die drei relevanten. So. In der Regel funktioniert es ja so, wie jetzt hier bei dem kleinen Einspieler vor dem Video gesehen, dass man so ganz schnell in so Allgemeinplätze verfällt und sagst, du bist immer so und jedes Mal, wenn das ist, dann sagst du das und so. Und das ist insofern schwierig, als dass dann direkt die Kommunikation mit einer Konfrontation losgeht. Boom, du bist immer so, batsch. Jedes Mal sagst du batsch. Immer machst du boom. Das ist Konfrontation. Wenn du mit Konfrontation direkt beginnst, dann ist die Kommunikation eigentlich schon am Ende, weil dein Gegenüber macht dicht. Und das ist nicht gut. Jetzt kann ich das sehr gut nachvollziehen, weil ich selber auch ein unheimlich impulsiver Mensch bin und ich war sozusagen der Erfinder dieser Konfrontationskommunikation. Ich war da wirklich schlecht drin, habe aber mit den Jahren Folgendes gelernt und dann auch verinnerlicht. Wenn du mit jemandem sprichst und du möchtest etwas adressieren, was dir nicht gefällt, dann halte dich an dieses Strichmännchen. Und bei diesem Strichmännchen hältst du dich einfach nur an diese drei Dinge. Indem du sagst, du beginnst oben beim Kopf, beziehungsweise bei den im Kopf verankerten Augen. Und du beginnst es, indem du sagst, du, schau mal, ich beobachte einfach Folgendes. Dass wenn ich das hier sage, dann passiert XYZ. So, das ist eine ganz andere Kommunikation als immer machst du das. Sondern sage, hör mal, ich beobachte einfach, oder ich sehe es so, dass bam, bam, bam. Das heißt, ich sehe, ich beobachte. Lass mich das mal da hinschreiben, okay? So fängst du an. Ich sehe, ich beobachte. Dann kann da erstmal keiner was gegen sagen. Weil du erstmal nur sagst, guck mal, was ich sehe, ist Folgendes. Und nicht, du bist immer, du machst immer. Das ist nicht Konfrontation, sondern du öffnest, indem du etwas beschreibst. Ich sehe da ein blaues Schwein. So, also kann ja erstmal keiner was gegen sagen. Dann gehst du weiter und du beschreibst einfach nur, was du siehst, ohne es im Vorwurfston zu formulieren, sondern im Observer-Ton. Observer bedeutet der Beobachter. Ja, du beobachtest Folgendes. Punkt. Jetzt kommt Stage 2, also der zweite Punkt. Hier nimmst du das Herz mit. Wofür ist das Herz da? Für Gefühle. Okay, lass mich mal hinschreiben. Herz, fühlen. Also Augen, Kopf, Augen, sehen, Herz, fühlen. Du sagst immer, ich beobachte einfach, dass Folgendes passiert. Und jetzt sagst du, wie fühlt sich das an? Für mich fühlt sich das nicht so richtig schön an, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich gar nicht äußern kann, was ich wirklich meine. Dass ich gar nicht zum Punkt kommen kann und dass ich gar nicht so beschreiben kann, was ich eigentlich will. Genau. Was auch immer. Da musst du jetzt natürlich in dich hineingehen. Du beschreibst, wie es sich für dich anfühlt. Ja? Also indem du sagst, für mich fühlt sich das so
an, Punkt, 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 oder fühlt sich das so an wie, Punkt, Punkt, Punkt. Du beschreibst jetzt deine Gefühle. Und auch da bist du null in der Konfrontation, sondern du beschreibst einfach nur, wie es dir damit geht. Und das machst du. Erst sagst du, was du beobachtest, und dann beschreibst du, wie es dir damit geht. Du bist null in der Konfrontation, sondern sorgst dafür, dass bei deinem Gegenüber sozusagen die Schranke offen bleibt und nicht runterfällt. Das ist ganz wichtig. Und dann kommst du zu Beine. Wofür sind die Beine? Naja, die sind fürs Gehen irgendwie zuständig. Ne? Gehen benutzen wir jetzt mal metaphorisch für deinen Vorschlag. Wo willst du jetzt hingehen? Wo gehen wir jetzt hin mit der Situation? Ja? Und hier machst du jetzt einfach einen Vorschlag für die gewünschte Richtung. Mach einen Vorschlag für die gewünschte Richtung, in die du möchtest, in die ihr jetzt gehen sollt. Ja? Also, darf ich dir mal was sagen? Ich beobachte, dass wenn wir in eine Situation kommen, in der ich sage, guck mal, ich hätte das gerne anders oder wo ich was anspreche, was mir wichtig ist, dass du dann dazu neigst, das als Angriff zu empfinden. Für mich fühlt sich das überhaupt nicht gut an, weil ich mich dann zurückziehe und nicht das Gefühl habe, dass ich da offen mit dir drüber reden kann. Jetzt meine. Ich würde mir viel mehr wünschen, das wäre mein Vorschlag, dass du das erst einmal neutral auffasst und gar nicht als Vorwurf siehst, sondern als eigentlich was Gutes, weil ich ja nur möchte, dass wir beide uns gemeinsam in diese Richtung entwickeln. Boom. Ich hoffe, dir wird klar, was ich damit meine. Du machst hier den Vorschlag für eine Richtung. In welche Richtung willst du gehen? Wo willst du es hinbewegen? Und das war's. Am Ende sind das die drei Punkte. 1, 2, 3. Ist das leicht? Naja, sagen wir mal, es ist sehr simpel. Es ist eine sehr simple Struktur der Kommunikation. Ist es leicht? Eigentlich ja. Es wird nur dann schwer, wenn wir in der Emotion sind. Ne? Wenn du irgendwie gereizt bist, emotional aufgeladen bist. Aber da gebe ich dir den Tipp. Das kenne ich von mir selber. Wenn ich so richtig wütend bin, dann sage ich, nee, lass mich mal einfach. Dann setze ich mich in mein Auto oder auf mein Motorrad oder keine Ahnung. Ich fahre einfach erstmal weg, brauche 1, 2 Stunden. Und dann ist der Groll ist weg. Und dann bist du ja auch viel, also ich zumindest, in der Lage, viel klarer wieder zu sprechen. Keine Ahnung, wenn ich mich mit meiner Frau streite oder... Auch, was ich vorhin sagte, wenn du kritische Themen zum Beispiel im Team hast, mit einem Geschäftspartner, einer Geschäftspartnerin oder einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter, wenn du diese Struktur wählst, bist du nicht in der Emotion, sondern du bist in der Sachlichkeit und du hilfst deinem Gegenüber, das Gesicht zu wahren. Du bist auch nicht im Angriff, in der Konfrontation, sondern du holst die Leute mit rein. Das heißt also, wenn du magst, wenn du das nächste Mal irgendeine kritische Kommunikationssituation hast, halte dich an dieses Strichmännchen, halte dich an diese drei Teile, Kopf mit Augen, ich sehe, ich beobachte Folgendes. Dann gehst du zum Herz einmal, das fühlt sich für mich wie folgt an. Damit holst du die Leute ja in deine Emotionen rein, das ist ganz, ganz wichtig fürs Verständnis. Und dann gehst du zu den Beinen und sagst, was ist denn der Vorschlag jetzt, in welche Richtung wollen wir denn jetzt damit gehen? That's it. So einfach ist Kommunikation, lieber Frank Asmus, ich danke dir nochmal für diese Lektion, die ich jetzt euch hier gerne weitergegeben habe. Wenn euch das hilft, gib mir gerne mal einen Daumen nach oben, schreib in die Kommentare, was davon hältst und abonniere hier den Kanal für mehr Geschäft, für mehr solcher Videos. Wir sehen uns wieder im nächsten. Ciao.